Hallo liebe Fabela IMAC-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zur Sir Benfros Brilliant Balloon. Bei dem Titel handelt es sich um einen Geschicklichkeitsspaß, quasi einen Mix aus Endlosrunner, Erkundungsspiel und Jules Verne. Ihr übernehmt die Kontrolle über Sir Benfro, einen der bedeutendsten Köpfe unserer Zeit. Also der Welt im Spiel natürlich. Als Wissenschaftler und Weltentdecker machte er einige der bedeutendsten Funde aller Zeiten. Und ihr begleitet den kleinen Mann nun auf einer neuen spannenden Reise zum Mittelpunkt der Erde. Sir Benfros Reisegerät? Ein Ballon gefüllt mit Glühwürmchen. Der Bildschirm in Sir Benfros Brilliant Balloon scrollt kontinuierlich weiter. Ein Tap auf den Bildschirm lässt den Ballon an Höhe gewinnen. Je länger ihr drückt, desto höher fliegt Sir Benfro. Lasst ihr los, sinkt der Ballon wieder. Der Ballon wird umso schneller, je intensiver ihr in Wellenbewegungen fliegt. Durch mehrmaliges Tappen wird euer Ballon langsamer. Die Steuerung ist super einfach. Und das ist auch gut so, denn auf eurer Reise durch unerforschte Wälder, Höhlen, Ozeane und Inseln lernt ihr die bizarrsten und unglaublichsten Kreaturen kennen, die man sich nur vorstellen kann. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr mit eurem Ballon nicht an Wände oder die umherfliegenden Lebewesen stoßt. Denn mit jeder Berührung verliert Sir Benfros Ballon Glühwürmchen. Sind keine mehr da, stürzt Sir Benfro ab. Praktischerweise finden sich auf euren Reisen überall Glühwürmchen, sodass ihr den Ballon immer wieder gut befüllen könnt. Mein Fazit: Sir Benfros Brilliant Balloon ist ein sehr origineller und nett gemachter Titel. Die Idee ist klasse und die Steuerung genial. Was mich dagegen nur zum Teil überzeugt hat, sind Level und Technik. Denn ich finde, man hätte so viel mehr aus dem Spiel machen können. Die Levels sind teilweise etwas langatmig geraten und man sieht immer wieder dieselben Urzeitbewohner und Levelkonstruktionen. Gerade bei so einem Titel möchte ich doch grafisch weggeblasen werden mit tollen Lichteffekten und ständig neuen Entdeckungen, so dass ich aus dem Staunen quasi gar nicht mehr herauskomme. Etwas nervig ist zudem das ständige Gejohle eurer Glühwürmchen, die jede Auf- und Abbewegung des Ballons lautstark untermalen. Absolut genial ist dagegen die Musik. Es handelt sich bestimmt um einen der besten Soundtracks, die ich seit langem in einem Spiel gehört habe. Und die Musik passt perfekt zu diesem Erkundungsspiel. Alles in allem ist Sir Benfros Brilliant Balloon ein nett gemachter Titel, der von mir 4 von 5 Sternen bekommt. Sir Benfros Brilliant Balloon ist als Universal App für iPod Touch, iPhone und iPad im App Store für 79 Cent erhältlich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.
Hinterhof.